Zwingerzeit. Erzwinger Samuel. Wollen wir noch ein paar Minuten mit dem Erzwinger Samuel, okay? Alles klar. Oh Gott, ich bin so tot. Lieber Erzengel Samuel, bitte komm zu mir. Bitte, danke, das wäre super nett von dir. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, Amen. Bitte, lieber Samuel, bitte komm zu mir. Und kommuniziere, wenn du das möchtest. Das wäre super. Lieber Erzengel Samuel, bitte komm zu mir und bleib bei mir und sei bei mir, ja? Dankeschön, lieber Erzengel. Bitte komm zu mir mal ganz kurz. Möchtest du kommunizieren? Wenn ja, kannst du mal die Taschenlampe das ausschalten? Ich will einfach Leuten zeigen, dass es das Ganze gibt und das weißt du eh, ne? Hilfst du mir ein bisschen? Hilf mir ein bisschen, okay? Hilf ein bisschen mit, lieber Samuel. Du schaffst das. Du bist echt der Einzige, der was mir das gezeigt hat mit deiner riesigen Kraft, die was du hast. Und mich würde es wirklich interessieren, ich weiß, das ist vielleicht nicht dein Gebiet oder so, weil du jetzt nicht unbedingt Sachen machen möchtest oder verändern möchtest auf der Erde oder so, das weiß ich schon. Nur kannst du eine Sache bitte für mich machen, das wäre super nett von dir, wenn du das Ding da einschalten könntest, indem dass du irgendwie mit deinem Finger reingehst und das Ding da bewegst irgendwie, ja? So dass du das dann anfängt zu leuchten oder so, das wäre super cool, oder? Könntest du das mal für mich machen? Weil nur durch Bewegung lässt sich das Ding da einschalten, ja? Genau, nur durch Bewegung, wenn man das Ding mit berührt oder so und quasi dann da drinnen herumfummelt oder so, keine Ahnung, ja? Oder irgendwie das Ding dann hin und her rollt, ja? Du weißt schon, was ich meine, ja? Irgendwie, ja? Oder das Ding bewegt, dann schaltet sich das Ding ein und dann ist da so viel Licht, ja? Das wäre super, wenn du es mal für mich Vorführeffekt machen könntest, ja? Bitte, nee, bitte, danke. Ich möchte nicht blöd dastehen, okay? Du schaffst das. Bitte, danke. Okay. Au, ey. Du schaffst das. Zeig mal deine immense Kraft, die was du drauf hast, lieber Samuel. Du hast die Kraft gehabt, dass du meine Seele aus dem Körper rausholst. Also ich glaube, du hast echt immense Kraft. Deswegen probier es einfach. Bitte, danke. Bitte probier's im Namen Gottes oder so, keine Ahnung. Ja? Bitte. Ich mach alles im Namen Gottes. Und alles fürs Gute. Das wird auch so bleiben. Die Kontakte mit euch sind die besten. Oder du arbeitest lieber mit der Taschenlampe, keine Ahnung, wie du das möchtest.
alles gut, geht's mir. Alles gut. Lieber Erzengel Samuel, wenn du gerade irgendwie in meinem Raum bist und dich zeigen möchtest, dann kannst du das gerne machen. Wenn du dich zeigen möchtest, dann bitte jetzt. Seine Energie ist da, seine Energie ist da, seine Energie ist da, yes. Yes. Kannst du mal die Taschenlampe für mich ausschalten? Nur, dass ich weiß, dass du wirklich das bist. Das bist, ne Spaß. Dass du wirklich die Erzengel bist. Die blaue Taschenlampe, genau. Probier sie mal auszuschalten, du kannst das. Ich weiß das, ne? Kommen 5, 4, 3, 2, 1. Boom, ausschalten. Komm, let's go. Let's go. Du schaffst das. Du schaffst das. Komm. Komm. Komm, Alter. Nein, nicht Alter, ja. Aber komm, lieber Herzengel. Ich liebe dich. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaub an dich. Komm. Oh, nee. Ich glaube, er veräppelt mich, ha? Huh? Veräppelst du mich? Veräppelst du mich heute gerade, ha? Huh? Wenn ja, dann schalt sie aus. Die Taschenlampe. Wenn du mich gerade veräppelst. Du hast ja jetzt ganz eingebracht. Kannst du mal ganz ausschalten? Ich liebe deine Präsenz, das ist nicht mehr witzig. Du kannst echt öfters vorbeischauen. Wenn du das möchtest. Möchtest du öfter vorbeischauen? Dann schalt sie mal aus, die Taschenlampe. Ja, möchtest du öfters vorbeischauen? Möchtest? Ja, das freut mich. Also nur der Erzengel Samuel, ganz wichtig, ja? Der Erzengel Samuel, okay? Ich zum Beispiel. Jo. Freut mich. Jo. Und das ist echt, ich werde das nicht vergessen, was du für mich getan hast. Niemals. Für den Rest meines Lebens nicht. Glaub mir, wirklich, für den Rest meines Lebens werde ich das nicht vergessen, was du für mich getan hast. Und ja, ich weiß nicht.
ist für mich unbeschreiblich. Ich möchte den Baum bis jetzt noch immer wieder sehen. Ja? Ich möchte ihn immer wieder sehen, den Baum. Ja? Den, was du mir gezeigt hast. Das ist echt. Das ist echt das, was mich zu dem Punkt gebracht hat, wo ich jetzt gerade bin. Ne? Hast du das gewusst? Dass ich durch dieses Erlebnis sehr, sehr offen werde und sehr, sehr interessiert werde an der anderen Welt? Wenn ja, schaut sie nochmal auf, die Taschenlampe. Du hast so eine einladende Energie, das ist nicht mehr normal. Wow, diese Energie ist geil, das ist nicht mehr normal. Ich schwöre, das ist so eine coole Energie. Es ist alles gerade super schwierig gerade für mich, aber ich kämpfe mich durch und du bist ja auch ein bisschen an meiner Seite. Kann man so sagen, oder? Na, du hast vieles gemacht für mich. Ich glaube nicht, dass das das Einzige war. Aber das ist das Einzigste, Deutlichste, was ich jemals gesehen habe, den Baum. Wenn das dein Ort ist, wo du immer abhängst. Was Besseres, glaube ich, gibt es nicht. Wenn man mal seine Ruhe braucht und seine Seele aufladen möchte, dann ist das wahrscheinlich der beste Ort dafür, oder? Wenn ja, schätze wieder mal ein, die Taschenlampe. Wenn es geht, wenn es geht. Ich glaube, das ist der beste Ort. Die Wiese, der Baum, die Sonne, der Himmel. Oh ja, das hat schon was. Das hat schon was. Ist das für dich als Notfall reinkommen? Weil ich war ja kurz davor, dass ich quasi, ne? Du weißt schon gemacht hätte, ja? Mit dem Auto, ja? Auf jeden Fall. War das für dich, wie der Moment quasi für dich passiert ist? Irgendwas, was für dich als Notfall reinkommen ist? Was du gewusst hast, dass jetzt ein Notfall quasi ansteht oder was auch immer, ja? Dass du jetzt da runter musst? Echt? Ist es dir gesagt worden, dass es ein Notfall ist? Oder hast du es gewusst? Hast du gewusst? Okay. Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ey, das ist nicht mehr witzig. Das ist gar Es ist. Also, wenn ich gehe, irgendwann habe ich dir ja schon erzählt, ja, wenn ich gehe, dann will ich dahin, ja, dann schick mich dorthin, okay? Da bleibe ich. Da bleibe ich für immer. Na, Spaß. Ich habe ja schon gesagt, ich will gerne euch zu helfen, ja? Also quasi im Himmelreich euch zu helfen. Das ist insane. Das ist absolut insane. Ich willige euch ein, auf jeden Fall, 100%. Ich helfe euch, ja, da oben. Das ist mein Job, mein Ding. Für das will ich leben. Und ich hoffe, dass ich nach dem Leben bereit bin, ne? Bin ich nach dem Leben bereit? Ja oder nein?
Bin ich nach dem Leben bereit, darauf zu kommen? Wird ja schon die Taschenlampe ein. Also nee. Okay, alles klar, ja? Ey, das ist einfach nur krass. Es ist einfach nur schön, ja? Und okay, trotzdem. Schade, dass ich nach dem Leben nicht vor euch schon fertig arbeiten kann, ne? Aber ich habe gehört, von dir gehört oder von irgendwem gehört, dass ich noch ein Leben nach dem habe. Stimmt das? Dann schaut ihr da schon mal ein paar aus. Boah, die Vibration in dem Raum ist ja nicht mehr witzig, Mann. Meine Füße vibrieren, meine Hände vibrieren, oder alles vibriert, ja? Wow. Meinst du damit zwei Leben vielleicht? Dass ich noch zwei Leben habe, bevor ich dann darauf komme? Wenn der schaut die Taschenlampe. Ist es schon geplant? Zwei Leben? Zwei Leben? Wenn es zwei Leben ist, okay. Alles klar. Zwei Leben noch. Nochmal daher, oh nee. Oh nee. Nochmal aufwachsen, nochmal in die Schule, nochmal in die Arbeit, okay. Ehrlich jetzt, nur Spaß. Ah ja. Ja, aber ja gut. Ja gut, warum nicht, ja? Wenn so das Ding ist, wenn so das Gesetz ist, ne? Wenn so meine Bestimmung ist, dann kann ich schwer was dagegen unternehmen, ne? Oder? Kann ich schwer dagegen irgendwas sagen, oder? Da kann ich nichts dagegen sagen, oder? Warte mal, warte mal, warte mal. Habe ich ein Recht dazu, etwas dazu zu sagen? Als Seele. Zum Beispiel, dass ich einfach für euch arbeiten möchte nach dem Leben und dass ich keine zwei weiteren Leben zum Beispiel möchte. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, schaltet sie aus. Entschuldigung. Wenn ja, schaltet sie aus. Ich habe irgendwie gehört, das bestimmen wir. Also das bestimmt alles ihr. Also ihr bestimmt mein Leben, sozusagen. Meine weiteren Leben, so. Wenn ja, schau die Taschenlampe aus, probier's mal. Wenn's geht. Nur wie's geht, ja. Also ihr bestimmt über die Leben der Menschen. Stimmt das?
Eine gewisse Bestimmung bleibt bei mir, aber die höhere Bestimmung ist von den höheren. Also ich habe wenig Mitentscheidungskraft, aber ein bisschen. Bisschen Mitentscheidungskraft, aber nicht zu viel. Nicht zu viel, so. Irgendwie so. Entscheid's mal. Wow. Jetzt zieht's wirklich. Jetzt zieht's wirklich. Jesus Christ. Soll ich aufhören? Liebe Erzeugen, soll ich aufhören? Du möchtest ja auch Feierabend machen. Auf jeden Fall. Dankeschön für alles, gell? Alles gut. Dankeschön für alles, ja? Dann wünsche ich dir noch alles Gute, ja? Wunderschönen guten Abend, ja? Und bis dann das nächste Mal, wann wir uns bald hoffentlich wieder treffen, ja? Lieber Samuel. Dankeschön fürs Reden, gell? Ich wünsche dir noch alles Gute. Dankeschön fürs Dasein.